Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Order 1886. Wir sind ja wieder mitten im Getümmel. Oh. Oh, das ist uncool. Autsch. Irgendwie konnte ich nicht schießen oder er musste zu lang nachladen oder so. Ich habe ja dieses Flintenteil da, dieses Stromgewehr. So schnell X drücken. Dann haut er mir gleich noch eine Schrotladung rein, ne? Ach. Was für ein hervorragender Start. Gleich mal mit einem Tod begonnen in den ersten 30 Sekunden. Lass keins von diesen Rebellenschweinen entkommen! So, wow. Da fehlt der Kopf. Flintenschütze entdeckt! Oh. Da ist er. So leicht wäre es gegangen, wenn man am Anfang nicht begrüßen hätte müssen. Percival, weg da. Ey, die explodieren ja. Das ist wunderschön. Wo ist der? Wie sie ihnen halt gleich die Köpfe weghaut, ne? Ich glaube, das hätten wir. Wo ist der? Ah, da. Ich glaube, da ist er gleich mit in die Luft geflogen. War ja auch so beabsichtigt. Da oben! Heilung! Auf dem Wagen! Wir müssen den erreichen! Wo ist er denn? Ich lade nach. Au! Wo ist dieser Flintenschütze? Achso, der ist schon erledigt. Na gut. So kann ich dich treffen. Tust du aber. Lebt er noch? Nee, der ist tot. Da kommen wir nicht hoch. Ah, da ist noch einer. Oh, jetzt hat er nicht geladen. Jetzt. Rebell neutralisiert. Ja, dieser Teil der Brücke gehört wieder uns. Rette Hastings. Oh, sieht überhaupt nicht gut aus. Wir sollten mal eine andere Knarre mitgehen lassen. Denn diese Bogenkanone ist ziemlich aufgebraucht. Wir müssen Hastings rausholen. Ich gebe Deckung. Lucan, Egrain, auf mein Zeichen. Zieh den raus, wenn ich anhebe. Verstanden. Bereit? X. Haben wir's dann? Bin ich zu langsam oder was? Muss ich X gedrückt halten? Nee. Ey, wie lange denn noch? Ich krieg einen Krampf. Ich drück echt schon richtig, richtig schnell. Ah, jetzt. Jetzt! Wir haben ihn! Alle mal zurück zum Palast! Das ist schon wieder diese Inderin, ne? Gray, wo gehst du hin? Ich bringe es zu Ende. Jetzt ist nicht die Zeit für Rache. Komm wieder zu dir! Gray, halt! Ach, ich habe das Bogengewehr gar nicht mehr. Habe ich ganz verpennt. Verdammt! Oh! Hat jemand Galahad im Blick? Luftkommando, sind irgendwelche Sentinels über unserer Position? Ah, den treffe ich nicht so wirklich. Eine Wegstunde nördlich der Westminster Bridge. Jetzt aber. So. Da kann ich nicht rüber. Aber so können wir lang. Erstmal nachladen. Ah, da kommen schon wieder neue. Natürlich hat er es noch geworfen. Irgendwo hier müsste noch einer sein, ne? Dann erstmal Munition. Vielleicht läuft da gleich einer rein. Nö. Wahrscheinlich doch.
Ah, hat mal gar nichts gebracht. So wie ich das jetzt gemacht habe. Oh. Oh Gott. Boah, ich habe mich schon wieder am Boden liegen sehen, ne? Wenn die so nah an dich rankommen. Nachladen. Da müsste noch irgendwo einer sein. Ah, da. Naja, war echt eine schlechte Deckung, die du dem armen Kerl gegeben hast. So, haben wir hier noch was? Munition. Was haben wir hier? Noch mehr Munition. Wir können schon wieder nichts mehr aufheben. Bleiben wir bei dem Ding. Das macht ihre Sache ganz gut. Oh. Oh. Ich dachte, ich könnte eine Granate werfen. Aber ich habe ja gar keine. So. Puh. Es sieht jetzt zumindest mal ein bisschen so aus, als hätten wir die Sache geklärt hier. Kannst du rüber? Ja. Hey, ihr beide! Ich brauche eine hier und den anderen rechts! Na los, Beeilung! Sentinel 3, ich brauche Luftunterstützung. Wir nähern uns Ihrer Position, Sir Galahad. Bestätigt. Er macht ja immer seine Ego-Sachen und fordert aber Unterstützung im Namen der Ritter an, ne? Das ist ein bisschen unklug, was er da macht. Vor allem, wenn wir es alleine auch schaffen. Verstanden. Ist nicht gut für uns. Sir Galahad, Rebellen unterwegs zu ihrer Position. Lasst sie kommen. Sentinel 3. Da ist einer. Hi, man. Au! So ein Bastard. Wo ist der hergekommen? Da konnte doch gar keiner herkommen. Ah, da. So. Ich glaube, wir haben ganz gut aufgeräumt hier. Ich gebe Feuerschutz. Ich glaube, da hinten steht noch einer, aber da kommen wir noch nicht hin von hier, wo wir jetzt stehen. Ah, da sind zwei. Der ist tot. Der auch. Ah. Wo ist der letzte? Irgendwo schießt einer auf uns. Aber wo? Au! Was war das? Ah, da oben, oder? Nee. Da oben ist nichts. Hier mal kurz die Aussicht bewundern. Okay, sieht hübsch aus. Genug bewundert. Weiter ab ins Getümmel. Ui, da ist er. Sir Galahad, die Rebellen ziehen sich zurück. Die Armee ist unterwegs. Sie werden die Bedrohung eindämmen. Scheiß auf die Armee. Das ist mein Kampf. Voll der Badass. Sir Galahad, der Ritterkommandant verlangt, dass die Verfolgung aufgeben. Oh. Ich sage an alle, bitte weiden Sie das Ostende der Westminster Bridge. Jetzt veranstaltet er halt ein Gemetzel, ne? Ey, was ist das denn für ein krasses Teil? Und auch noch unendliche Munition, ne? Richtig übertrieben. Ui, drei auf einmal. Ja, ne, ist nicht mehr so lustig, wenn sie mir gehört und nicht mehr euch.
Da schauen sie sich nämlich an. Ich ziel zwar verdammt schlecht, aber immer noch wesentlich besser als die. Das muss man mir lassen. Denn bei so einem Teil wundere ich mich echt, wie ich es bis hierhin überhaupt geschafft habe. Die haben es aber auch nicht leicht, ne, wenn ich ihnen die Deckung einfach wegknalle. Ach, da ist noch einer. Wir hätten jetzt auch Pech haben können und uns selber wegklatschen, weil wir gegen unseren Wagen schießen. Langsam müssen ihnen noch die Männer ausgehen. Nein. Delahead, das ist ein direkter Befehl. Gib auf! Delahead, was tust du? Komm wieder zu dir und geh zum Palast zurück. Wo ist die indische Frau? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo? Sag's mir! Sag's mir! Whitechapel. Order! Wo ist Sir Galahad? Lady Igraine, Sir Galahad ist beim östlichen Ende der Brücke. Bleiben Sie an ihm dran, bis wir bei ihm sind. Boah, der gute Kerl dreht halt vollkommen durch, ne? Wow, 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 wow. Nicht! Wirtschaft! Ein Drink! Ein Drink, verdammt nochmal! Absinth! Zum Vergessen. Ertränken Sie Ihre Sorgen oder Ihr Unwissen, Ritter? Weder noch. Ich habe nur auf dich gewartet. Und? Ich brauche Antworten. Antworten? Haben Sie deshalb meine Männer getötet? Der Tod folgt Ihnen auf Schritt und Tritt. Wenn Sie mir nicht geben, was ich brauche, sind Sie die Nächste. Sie müssen entschuldigen, wenn mich Ihr Angebot nicht überzeugt. Für Drohungen bin ich taub. Dann nützen Sie mir nichts. Wagen Sie es. So viel Feindseligkeit. Sie sehen aus, als könnten Sie das brauchen, Ritter. Das Schwarzwasser. Aber woher haben Sie... Ist das ein vorläufiger Waffenstillstand? Abnahatari Nechigaro. Devi,
Wenn es Sie beruhigt, lassen Sie die Waffe oben. Aber ich bin die, die Sie suchen, nicht Sie. Wir haben viel zu besprechen. Gehen wir an einen privateren Ort. Chamekele Chordo, Chamekele Badkerenge, Blakoke Kam Keliajao. Akkahukumrani. Sie möchten Ihren Freund Mallory rächen. Sprechen Sie seinen Namen nicht aus. Er wurde verraten. Sie wurden alle verraten. Verraten? Von wem? Den Männern, denen Sie dienen. Der Orden der Ritter dient niemandem. Nicht mal der Königin. Ihr seid ein Empire der Speichellecker, die zu den Füßen der allmächtigen Vereintes Indien-Kompanie kriechen. Hüte deine Zunge, Weib! Ihre ehrenwerte Gesellschaft verbreitet die Plage, die zu bekämpfen sie geschworen haben. Die Worte einer Fanatikerin! Sie suchen den falschen Gegner. Wir bekämpfen beide das gleiche Übel. Wieso sollte ich einer Rebellin glauben? Einer Mörderin? Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Wir haben nichts gemeinsam. Ihr Freund darf nicht umsonst gestorben sein. Genug! Wieso sollte ich Sie nicht töten? Es gibt Schlimmeres als den Tod, Ritter. Viel Schlimmeres. Und wenn ich das Ziel Ihrer fehlgeleiteten Suche bin, dann sei es. Mein Tod ist ein würdiges Opfer. Leugnen Sie den Versuch, Lord Hastings zu töten? Er verdient den Tod, ebenso wie jeder seiner Kollaborateure. Und Sie erwarten von uns, einfach Ihrer Kampagne des Terrors zuzuschauen? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Die Kompanie schützt ihre Geheimnisse, selbst vor dem Orden. Welche Geheimnisse? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich kann nur wenig sagen, um Sie umzustimmen. Aber ich kann Ihnen Dinge zeigen, um Ihnen die nötige Erklärung zu geben. Ihre Antworten liegen auf den Docks der Kompanie in der Blackwall-Werft. Beeilen wir uns. Besser, Sie haben recht. Um Ihretwillen. Die unterirdischen Tunnel führen zur Blackwall-Werft. Rechnen Sie mit starkem Widerstand der Wachen des vereinten Indien. Bevor ich es nicht sage, verletzen wir keine Unschuldigen. Keiner von Ihnen ist unschuldig. Und trotzdem, Sie spielen nach meinen Regeln, wenn ich Ihnen folgen soll. Also gut. Wechseln Sie so schnell die Seiten? Der Orden darf nicht in die Sache hineingezogen werden. Ray, was für ein Spiel spielst du?
Das kann nicht sein.